Die zweite Harfe heute. Ein riesiger Karton ist angekommen von der Firma Hafenfreund. Und ich mache jetzt mal auf. Also ich habe schon ein bisschen geschnippelt. Bin ich ganz gespannt, was da rauskommt. Okay. Kämpft man sich hier durch die Kartonmassen? So. Noch ein Karton und das sieht aus wie Beine, sind Beine, verschiedene Längen. Kann man das sehen? Genau, also längere Beine und kürzere Beine. Beine habe ich schon mal gefunden. Schauen wir mal, ob ich auch eine Harfe finde. Sieht gut aus, dieser Karton ist so groß, da muss ich mal eben reinsteigen. Genau, hier haben wir noch einen Karton. Und da, oh, soll ich schon ein Cover durchschauen? Okay, Karton wieder zu. Meine Güte, bald wird es eng hier in meiner Musikschule. Viele Kartons. Okay. Nächster Karton. Dann schauen wir da doch mal rein. Gut verpackt. Super Cover. Moment, Cutter. Drin ist da auch nichts passiert. Da ist sie. Oh, und noch das Seitenset. Und der Stimmschlüssel. Mal hier auch schon mal zur Seite. Und eine nette Nachricht. Genau, und zwar, wie man die Füße anschraubt. Das ist ja immer so eine Sache. Die wackeln ja sonst immer gerne, ne? Gerade so Hafenfüße. So, hier ist das Schätzchen. Schön leicht. Auch ein super Cover drum. Also hier mit so Henkeln. Wie gesagt, mich als kleiner Mensch, ich finde es immer noch super, wenn zusätzlich ein Schultergurt da ist, damit die Harfe für mich nicht auf dem Boden schleift. So, jetzt packen wir die Harfe mal aus. So, jetzt habe ich euch mal mit hier auf den Boden genommen, damit wir da mal reinschauen können zusammen. Ha, tolle Farbe. Ach, diese schönen Holzfarben immer. Ach, die sieht ja traumhaft aus. Ha. Sie. Fällt mir gleich verschreckt das Cover um. Kann man sie betrachten. Eine 19-seitige Harfe, voll beklappt. Eben unten die Möglichkeit, Füße anzuschrauben. Selber gar nicht genau geguckt. Genau, da sind dann Gewinde drin, da kann man die Füße festmachen. Ja, dann schauen wir mal, wie die Stimmung gehalten hat. Jetzt über die Reise der Harfe. Boah, wunderbar. Nix mit problematisch. Also, klar muss ich nachstimmen. Oh, ich habe hier schon das ganze Plastik zwischen den Fingern. Ja, dann probieren wir doch mal aus, wie die Klappen funktionieren. Super leicht. Das ist ganz prima. Also zack, nach oben. Mal gucken, wie sich die Tonart dann. Boah, das ist eine tolle Harfe. Super, ich bin beeindruckt.
super langer Nachklang. Also klar, die ist jetzt natürlich nicht komplett in Tune, aber... Super, Klappen, leichtgängig, super angenehm, Spannung ist prima. Das ist eine tolle Harfe. Also ich müsste jetzt den Preis ehrlich gesagt nachgucken. Ist aber eine günstige Harfe, pakistanischer Bauart, die hier in Deutschland dann eingestellt wird. Die Klappen werden bearbeitet, die Besaitung wird neu gemacht. Also ich bin super beeindruckt. Ich werde die jetzt mal richtig stimmen, auf ihre Füßchen stellen und euch dann natürlich noch ein vernünftiges Klangbeispiel machen, wo man auch nochmal ein bisschen sauberere Töne hört. Also super. So, ich wollte euch das nochmal zeigen hier mit den Füßen. Also da liegt jetzt wirklich ein Zettel bei. Da steht Fuß Nummer 3 vorne rechts. So, das heißt, diese ganzen Füße... Hier ist jetzt gerade zufällig die 3. Man das sehen, die sind halt nummeriert. Das Licht ist ein bisschen schlecht. Also ist richtig im Holz eingraviert eine 3. Gut, dann werde ich diesen Fuß doch mal vorne rechts an die Harfe anbauen. So, Fuß Nummer 3 sitzt. Dann brauchen wir, das ist wie so eine Legende, Fuß Nummer 2 vorne links. Oh, das ist auch gleich die 2. Ich habe halt irgendwie Glück. Ich würde euch das gern zeigen. Naja, ich mache da dann nochmal ein Foto. Das ist jetzt bei dem Licht ein bisschen ungünstig. So, dann bauen wir Fuß Nummer 2 an. Vorne links. Finde ich das Gewinde nicht. Ist auch drin. Der hat sich ein bisschen gesperrt. So, dann Fuß Nummer 1 hinten links. Fuß Nummer 1. Der da. Hinten links. Dann schauen wir mal. Hinten links. Ach, könnt ihr das nicht sehen? Gut, aber ich drehe mich hier mal kurz. Genau, das sind dann hier die Gewinde. Genau, und da werden die einfach so, so beim letzten brauche ich nicht zu schauen, sondern noch einmal über. Da wird dann hier eingeschraubt. So, mit dem muss ich hier das Gewinde suchen. Ein bisschen weiter so. So, das ist Fuß Nummer 4. Jo, und dann steht die auf ihren Beinchen. Ich habe jetzt einfach mal die kürzeren gewählt. So, zeige ich das nochmal richtig. Na, kann gar nicht weit genug weg hier in meiner Schule. Alles voller Harfen. Ich mache euch später ein Foto. So, da ist die Harfe nochmal in voller Schönheit auf ihren Füßchen. Also ich finde, es sieht ganz toll aus. Ist auch so ganz schön gemasert, dieses Nussbaumholz. Passt super in meine Musikschule. So, und jetzt werde ich mal stimmen.